Wo ist denn das Telefon? Vorne? Vorne. Es ist das Gewinde im Rahmen ist so kaputt, dass wir ein Reparaturlager einbauen mussten. Und das ist eigentlich immer das letzte Stück, was man machen muss. Wir haben jetzt über eine Stunde gebraucht, nur um das rauszuarbeiten. Also das wirklich letzte Runde, es war total verrottet und rostig innen drin, der Rahmen. Also solange wie es jetzt gut geht, geht's gut. Aber du solltest dich darauf einstellen, ein, zwei Jahre und dann ist das Ding durch. Next! Ja! Oh. Da kribbelt ja unten in der Nase. Ach Mann! Das war auch mal Luft. Geil, ey. Oh, das hat doch noch geklappt. Mann, ey. Guck mal, was mit dem nächsten ist. Ey. Wie gesagt, sie kommt morgen. Mal gucken. Next! What was next? Ja, die da! Hey, wer ist mein Abzieher? Hier von dem Ding ist komplett Laufrad hin. Achtung! Das Lager hier ist durch. Und das Lager ist weg. Ach Mann. Was nur noch? Ach, ich hab vergessen, dass ich das Licht noch, das Kabel noch in den Stecker, in den Namo stecken muss. Ach so. Das hält sich ja noch in Grenzen. Ja. So, das hier noch einstellen. So. Würdest du jetzt hier bitte verdammt nochmal rauskommen? Fett wieder drin. Aus, rum, hier in den lockeren, trockenen Lager, einfach mal Fett drin. Okay. Also geht doch. Ja. Perfekt. Ja, ein bisschen arbeiten wie früher hier. Früher ging das ja auch mal zack, zack, zack. Alles. Heute schleppt sich das hier alles so hin. Okay. Die ist wieder offen hier. Fenster. Es war ein bisschen lauter für euch, aber schöner und heller und luftiger für mich. Zack. Ich mache mir die Frage hier.
Anders hingestellt, ein bisschen ordentlich aussehen muss. Ja. Oh, das sieht nicht gut aus, die sind weiß. Die sind schon nicht mehr schwarz. Das sieht leider nicht gut aus. Schwarz bedeutet Weichmacher noch drin, denn so wie jetzt, die wir vorne hatten, die waren schwarz. Die haben sich so verformt und abgedreht so ein bisschen. Ne? Die weißen bedeuten, wenn die so aussehen, bedeutet, die sind hart und knacken weg. Glückwunsch! Was ist denn hier mit dem Lager? Ja, das Lager ist tot, wie immer. Na, mit dem geht's, das ist schön. Manchmal klappt's, manchmal. Hast du gesprüht vorher? Nee, das ist ja nur die Plastikkappe. Ja, trotzdem. Ja, okay. Auch die nämlich auch schon hart. Das ist fein. Das braucht kein Mensch mehr. Also, Tretlagerwechsel 2 heute hier. Oh. Handfest, wunderbar, handwarm. Wir lieben es. Oh, jetzt. Punkt nichts. Jetzt, zack. Und was ich immer vergesse, ist die Brille hier. Hier. Ja, die auch vielleicht cool aussieht, sondern wenn ich vergesse vom Schleifen. Aber es sieht auch unheimlich cool aus natürlich. Dämliches Design. Ach nee, dänisches Design. Oh ja, sehr interessant. Ich habe gerade die Kurbel mit der Hand abgezogen. Hab nur mit der Hand geschraubt. Alter, hör mal auf. Ist die noch vierkant denn? Ja. Okay, wir nehmen den allseits bekannten und beliebten FAG Kakerlaka-Schlüssel. Und hoffen wir einfach mal, dass es diesmal funktioniert. Genau. Besser, ich hoffe, es klappt zuletzt. Ja. Das haben wir uns ja jetzt verdient hier, ey. Nicht schon wieder mit Kokeln und allem. Das war aber auch eine durchgehende Metallschale. Deswegen ging das nämlich nicht rauszuschlagen. Ja. Weil die andere Seite noch voll eingegipst war. Normalerweise geht das schon, wenn das eine geteilte ist, dann ist ja klar. Weil mhm. Aber die war durchgehend. Vielleicht solltest du doch mal Sicherheitsschuhe anziehen. Ja, der hat nichts zu tun. Das Gewicht nicht reicht. Hast vergessen. Nein. Da kommen sie irgendwann gleich. Das wird jetzt eine gängige Methode hier bei den alten. Also bitte kein Lager mehr so annehmen. Ja, einfach nur darauf hinzuweisen. Gebe ich gleich Hinweis. Den Hinweis und. Gerne. Arbeite gerne mit Holz. Das kenn ich, ne? Auch nicht. Ja! Na, muss ich? Scheiß Musik. Ich komme. Ganz vorsichtig, weil mit den Dingen schmerzt du hoch. Ich weiß. Na?
Ey, das ist der jetzt. Die Achse muss raus, sonst hast du keine Chance. Ja. Na dann, prügeln wir sie wieder durch. Oh Mann, ey. Nächste Fahrrad abgeholt, weg. Ihr sprengt heute. Also, das wird jetzt easy. Ja. Oh, Erfolg! Erfolg! Ausmessen, neu einbauen, fertig. 118. So. Mei, oh mei, was für Lager. Lagerspiele sozusagen. Ja, das ist der Anschlag nach oben. Ganz sicher.
der Unterlandscheibe. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, echt. Nix. Also anrufen. Ja. Nee, halt. Was ist da nochmal dran? Nee, das war's. Anrufen. Den Typen anrufen, Castro, Paula. Wo ist denn der Zettel geblieben? Klemmt der da oben drunter? Okay, also hier. Reifen hinten, völlig durch, völlig runter, völlig breit, völlig Banane, hier. Einmal wechseln. Okay, liebe Leute, letzte Reparatur für heute, die ich aufnehmen werde. Mifa Hollandrad. Mifa Stylo. Hollandrad Stylo. Nuki, ja, nimmst du bitte Skadi mit rein? Ja, aber Skadi, willst du mit rein? Ich kann, die kann alleine nicht draußen bleiben. Na, komm mal hier auf die Seite. Viel zu viel Diskussion da. Jetzt entferne ich den Kettenschutz hier. Mit den zwei Schräubchen. Nach unten. Dann hängt die Kette sozusagen aus. Ziehe das Ganze hier zurück. Lass die Luft ab. Der Schlauch ist noch nicht platt, aber der Reifen ist halt defekt. Und so kann es halt nicht bleiben. Platzt dann irgendwann an das Rad. So, Kette runter, Kettenspanner ab. Das war das. Schlauch raus. Und wie gesagt, die Decke ist tot. Die ist mit lange mit zu wenig Luft gefahren worden. Und so was hier ist halt nicht gut. Dennoch kontrollieren wir auch nochmal das Felgenband hier. Aber das ist gut. Ist nicht gerissen. Liegt schön glatt drin, schön gerade, ist nicht verdreht oder so. Der neue Reifen. Ein Marathon Plus. Der hat schon so eine Trennschicht drin.
Laufrichtung beachten. Die Richtung ist vorne. Sieht man am Profil ein bisschen so pfeilförmig, kann man sich das vielleicht so merken. Der Pfeil zeigt nach vorne. Schlauch. Am Ventil einsetzen. Und einmal rings herum. Rein. Hallo, komme. So, also nochmal. Weißt du, auf der Karte stand alles irgendwie mit Mozzarella und das ist nicht so mein Ding. So vegetarisch oder was? Nee, nee, da ist Fleisch drin. Hä? Bist du fertig? Ja. Magst du das mal wieder zusammenbauen? Ach komm, da ist der Tisch mehr dran hier an dem Ding. Das ist auch wirklich easy. Easy going. Kette spannen. Hä? Ja? Identifizieren wir bitte diese Person. Ist er der Besitzer des schwarzen Rades? Aber ich finde es ja nur schade, wenn...